Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Mein Name ist Richter Reinhold, Sigi der Hammer Lentis. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, vor Gericht. Ich grüße Sie. Gehen wir mal in die Akten. Was haben wir denn in den Akten? Wir schauen. Hier. Was haben wir denn? Oh, es ist Spar. Meine Damen und Herren, der erste Fall. Sind Sie bereit? Es könnte kriminell werden. Spitzen Sie schon mal Ihre Zähne, wollte ich gerade sagen. Machen Sie die Fackeln bereit. Wir gehen rein in den ersten Fall. Also, gucken wir mal. Worum geht's denn hier? Was ist denn hier Tatbestand? Oh, wir machen das wie immer. Ich stelle mal eine Frage. Was wird wohl hier passieren? Ein Meteor kracht vom Himmel. Wir sind hier nicht bei Massiv, ne? Nur mal so. Ein Tieftaucher, eine Divebomb, einer trifft ihn von hinten. Lassen wir das mal laufen. Wer sieht's? Wer kann's sehen? Das ist die Frage. Wer kann's sehen? Moving under braking, forcing another car off track. Moving under braking, ich sehe nix. Der BMW hat reported, absolutes Überholverbot. Also für Sie nochmal da draußen, wir gehen nochmal kurz in den Saal. Also der McLaren reportet den BMW an der Stelle. Und die Nachricht dazu ist, Dive Bomb from way too far, I took the car to avoid the crash and had no place to come back to the turn. So, mit diesem Text, guckt euch das bitte nochmal an, da draußen. Guckt euch das bitte nochmal an. Ich mach das hier, ich öffne das nochmal und achten Sie da draußen mal auf die Kleinigkeiten. Hat es jemand gesehen? Ich gebe mal einen Tipp. Achtet mal darauf, wo wer bremst. Einfach mal darauf achten. Seht ihr den Unterschied? Zwischen dem BMW und dem McLaren? Der McLaren, ne? Also wir achten da jetzt mal drauf. Achtet mal darauf, wo der McLaren bremst. Der bremst hier, oben auf der Kuppe. Also oben auf der Kuppe bei der Anfahrt, ne? Achtet mal auf diese Kuppe. Der BMW bremst hier unten. Das heißt, der McLaren bremst viel zu früh. So, jetzt achtet mal auf den BMW. Der bremst hier. Ein Meter später. So, der McLaren lässt die Tür auf. Okay, vielleicht hat er es kommen sehen oder gespürt. Aber hier passiert nichts. Also hier wäre, wenn der BMW jetzt reingefahren wäre und es wäre ein Crash gewesen, dann hätte man das verargumentieren können. Dadurch, dass der McLaren aber aufgemacht hat, also dadurch, dass der McLaren wirklich die Tür aufgemacht hat und hier nicht mal ein Crash entstanden ist, was würde man denn da bestrafen im Fall der Fälle? Forcing another car off track wäre eine Möglichkeit. Hätte nicht sein müssen, weil wenn man jetzt hier beispielsweise mal guckt, könnte der McLaren theoretisch normal weiterfahren. Weil er entscheidet sich hier in dem Moment, in dem er aufs Gas tritt, alleine da lang zu fahren, hätte er nicht machen müssen. Und hier kann man nichts bestrafen an der Stelle. Also es ist wirklich ein Fall, in dem man nichts machen kann. Man kann wirklich keine Strafe aussprechen für nichts. Das ist no further action. Wenn er normal weiterfährt, riskiert er den BMW zu treffen? Absolut nicht, nein.
Wenn er hier, also hier ist er runter vom Gas, er macht die Tür auf, der BMW fährt normal durch. Und wenn er hier einfach auf der Bremse bleibt, so wie er ist, und nicht sofort Gas gibt, könnte er immer noch rüberfahren. Er könnte immer noch rüberfahren. Da ist halt einfach die Tür spirakelweit offen, 5 Meter zu früh gebremst, kein Crash. Und das hier ist auch nicht mal forcing another car off track, weil die Kurve kannst du dicke noch bekommen dann. Und es ist super unschön. Am Ende hast du selber, wenn du halt 50 Meter früher bremst oder gefühlt ein paar Meter früher bremst, wirst du diese Arschkarte immer haben, dass da irgendwann einer reingeht. Weil selbst der BMW, ne, ohne den BMW jetzt in irgendeiner Form in Schutz zu nehmen, der BMW muss ja irgendwo hin. Also der fängt jetzt an zu bremsen und er weicht ja instant aus, weil er ihn sonst komplett abschießen würde. So, und an der Stelle hat der McLaren sehr gut reagiert. Ne? Also er hat die Tür offen gelassen. Aber dass er off-track fährt, liegt nicht am BMW. Also er hätte die Möglichkeit immer noch zu fahren. Also es ist no further action. Gibt keine Bestrafung dafür. Weil leider nichts, also was heißt leider, es passiert einfach nichts. No further action. Weil wenn wir nämlich nachher irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sowas in der Theorie bestrafen, dann könnte ja jeder, also sagen wir mal, nur mal ein fiktives Beispiel, nicht, dass das jemand macht. Du hast irgendwann keinen Bock auf irgendeinen, weil der dir voll auf den Piss geht und du bremst jedes Mal 5 Meter früher und provozierst einen Unfall. Und wo unterscheidet man denn da? Sehr, sehr schwer. Rein in den nächsten Fall. Was haben wir hier? Oh, wir sind in Spa. Was haben wir denn hier in Spa? Wir lassen das erstmal laufen, ohne dass wir in irgendeiner Form irgendetwas bewerten. Wir suchen einfach mal und gucken mal, was hier so passiert. Der klassische Fehler. Ist wirklich ein Klassiker. So, der Ferrari reportet den Ferrari. Kapi, mal aus dem Bauch raus. Ich würde mal behaupten, der etwas dunklere Ferrari, also der hier links, reportet den hier. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ne? Also jetzt mal, wir gehen mal ganz an den Anfang zurück. Jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. Mal so eine ganz normale Frage in die Zuschauerränge rein. Wer zum Kuckuck kommt auf die Idee, bei der Entfernung zu denken, dass er sich daneben bremsen kann? Also selbst wenn wir mal bis zum Bremspunkt vorfahren. Also hier, an dem Punkt, kann ich das ja noch verstehen. Jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Er hätte es geschafft, hätte er spät genug gebremst, an der Stelle. Also hier, das geht locker runter, easy. Aber er hat viel zu früh gebremst. Wenn man jetzt mal guckt, wo er bremst, an der Stelle. Er fängt hier an zu bremsen. So, das heißt also, sagen wir mal, du bist jetzt nicht unbedingt ein sehr geschulter Fahrer und fährst 2572 Zillionen Stunden ACC und hast ungefähr eine Ahnung, wie viel Bremse du lösen kannst und wieder draufgeben kannst, hat der durchschnittliche Simracer an dieser Stelle verkackt. Und genau das passiert nämlich. Er fängt hier an zu bremsen. Hätten sie beide normal angefangen zu bremsen, wäre er durchgekommen. Wäre dicke mit dem Manöver durchgekommen. Aber er bremst jetzt schon. Volles Cartoon, geht jetzt von der Bremse, weil er festgestellt hat, scheiße, das wird ja gar nichts, weil der andere daneben links wird wieder schneller, weil er natürlich später bremst, löst die Bremse und löst sie 3, 4, 50 Mal, um sich dann daneben zu setzen. Also an der Stelle, wenn ich euch da draußen einen guten Rat geben kann, immer committen. Also du wirst so oder so eine Strafe kriegen, wenn die Scheiße nicht funktioniert. Aber wenn du das machst, dann committe, dann bleibst du auf der Bremse,
bis zum Ende durch. Und wenn das bedeutet, dass du am Apex immer noch auf der Bremse stehst. Weil diese Einschätzung, die kann nicht jeder machen, wie weit was passiert. Weil dafür musst du wirklich viel fahren, um dieses Verständnis mitzubringen. Also, wie gesagt, viel zu früh gebremst. Und Bremse lösen zwischendurch ist halt auch Kokolores. Ich meine, der Ferrari, man kann das leider danach nicht sehen, wie weit der Ferrari jetzt zurückgefallen ist oder was er verloren hat. Aber im Grunde genommen ist das schon völlig zurecht an der Stelle. Also wenn bremsen, dann committen. Wir haben übrigens jetzt das neue Rego-System ist ja am Stissel. Also nur mal für euch, das ist jetzt hier Causing a Collision. Das hat uns ja in den vorigen, Seasons hat sich das ja ein bisschen gewandelt. Ne? Und mittlerweile ist es so, dass wir jetzt ein noch geileres System haben, denn es ist jetzt nicht nur noch 0,6, sondern es gibt auch noch ein Time Penalty von 10 Sekunden obendrauf. Das heißt, in der Theorie werden sich da jetzt auch noch Plätze verändern, wenn ich das Ganze jetzt hier abdrücke. Das heißt, Causing a Collision hast du jetzt 0,6 Safety Rating und du kriegst im Rennen selber, also in dem Report, noch eine Zeitstrafe dazu. Das heißt, einige Menschen, wenn ich diesen Knopf jetzt drücke, werden sich wahrscheinlich freuen, weil sie noch ein bisschen Elo dazu kriegen. Und genau das tun wir jetzt. 0,6 Abzug. Rein in die nächste. Was haben wir denn hier? Wir sind in Zolderschmolder. Was haben wir denn in Zolderschmolder? Ui, da hat aber jemand seine Grafik sehr hübsch eingestellt. In Zolder und das hier sind GT4s. Mal gucken. Ich lass mal einfach laufen, den Flummi. Na, ein bisschen kuscheln ist nicht erlaubt. Na, wer sieht denn, was da falsch ist, außer Race Pingo, der ist raus. Wer sieht hier in dem Fall, was falsch ist? Eine Frage, wer reportet wen? Der Alpine reportet den Aston. Ich lasse das nochmal von vorne laufen. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Achtet mal ganz genau darauf. Also, weil ja der ein oder andere da draußen der Meinung ist, dass der Alpine den Aston wegschiebt. Der Alpine fährt ab hier einen Strich. Der fährt nur geradeaus. Also, er bremst nicht nach rechts, also er lenkt nicht nach rechts. Er bremst ganz normal geradeaus. Er wechselt die Spur nicht. Da tut sich gar nichts. Der fährt immer noch geradeaus, ne? Also, die Strecke ist halt. Das kommt ja auch noch dazu. Die Strecke ist ja auch nicht in allen Fällen immer nur gerade. So. Jetzt lenken beide gerade. Jetzt lenken beide, sind beide fahren immer noch gerade. Und der Aston, also ganz leicht, hier unten kann man sehen, der geht leicht über den Strich schon nach links. Nee, und das genau, darum geht's übrigens, by the way, nicht mal, ne? Also das hier ist nicht mal der Grund. Ich möchte euch nur mal erklären, das ist sehr schnell, wenn du das auf 1 guckst, sieht das immer so aus, als wenn alle Linien gerade sind. Sind sie aber gar nicht. Und auch nicht alle Geraden sind gerade. Und an der Stelle fährt der Alpine geradeaus mit dem Strich auf der Mitte. Der Aston fährt geradeaus mit dem Strich auf der Mitte. Und das ist eine Fingernagelbreite, die einfach rüber geht, weil hier die Strecke irgendwann auffährt. Er muss ja irgendwo hin, ist ja okay. Also man kann nicht immer gleich sagen, wow, der hat jetzt den rausgeschoben. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass nur wir das hier gerade gucken und die sind in Splitsekunden oder Millisekunden, fängt man sehr schnell an, sich ein Urteil zu bilden.
Nicht alle Geraden sind gerade. I know. Ja, die Geraden sind nicht gerade. Also mathematisch und geometrisch gesehen sind Geraden gerade. Aber hier, Geraden sind nicht immer nur gerade. So, aber an der Stelle, darum geht's nicht mal. Also sie haben einen Unfall gehabt, okay, kann passieren. Bisschen Handgemenge und Rangelei, weil es völlig, völlig fein ist an der Stelle. Es geht einfach nur darum, dass das hier nicht erlaubt ist. Das ist nicht erlaubt, weil er abkürzt, off-track. Und auch wenn es nicht schmeckt, ist es immer noch eine Abkürzung. Warum ist er, okay, fragen wir mal so. Warum würdet ihr das frech finden, dass er das reportet? In einem GT4-Rennen. GT4-Rennen. Weil er selbst der Auslöser ist? Warum? Warum ist er der Auslöser? Warum geht ihr davon aus, dass er der Auslöser ist? Warum? Weil er dem Aston ganz klar keine Luft lässt. Richtig, das nennt man Verteidigen, by the way. Und das ist alles im Rahmen. Jetzt aber trotzdem noch mal eine Frage. Wenn ihr mal ein bisschen, denkt mal ein bisschen weiter und stellt euch mal dieses Szenario weiter vor. Sagen wir mal, sie hätten sich nicht getroffen. Wo will denn der Aston da dran vorbeigehen? Wo möchte der Aston in dieser Kurve auf Zolder überholen? Nebeneinander. Gegen jemanden, der die Innenbahn verteidigt. Wo möchte der überholen? Nirgendwo im Leben. Im Leben wäre dieser Wagen nicht an dem Alpine vorbeigekommen. Nirgendwo, in keinem Szenario wäre dieser Wagen da vorbeigekommen. Am Ende des Tages interessiert das nicht, weil der Aston off-track an ihm vorbeigefahren ist. Es ist auch egal, also nochmal für euch, damit ihr das versteht. Der Alpine hat nicht gelenkt. Er hat sich seine Linie hier vorne schon ausgesucht. Er hat seine Linie nicht gewechselt. Er ist schnurstracks geradeaus seine Linie runtergefahren. Dieser Alpine muss, rein rechtlich gesehen, nicht auf den Aston reagieren. Warum sollte er hier schon die Tür aufmachen, wenn er seine Linie ausgewählt hat? Es gibt zum Beispiel, das machen wir auch sehr gerne auf Paul Ricard, weil wir das ja sehr häufig da auch besprechen, weil das ja da eine sehr gute Gerade ist. Wenn du vom Anfang der Gerade ganz leicht eine, Lenkung nach links hast und du kommst am Ende der Geraden links an, hast du dir trotzdem deine Linie ausgesucht. Der Aston ist hier immer noch nicht neben ihm. Ist er nicht. Und er fährt hier schon immer noch geradeaus. Also wann möchtet ihr denn damit anfangen, zu sagen, dass er daneben ist? In der Kurve schon am Anfang? Wo darf man das denn machen? Also das kannst du dumm und dämlich tot diskutieren, wie ihr merkt. Es gibt immer Pro- und Für-Argumente. Nichtsdestotrotz, beide sind gerade ausgefahren, haben sich getroffen und der Aston hat abgekürzt. Und hier muss keiner irgendwen respektieren. Also tut er ja immer noch. Und er fährt immer noch geradeaus. Immer noch geradeaus. Immer noch geradeaus und sie bremsen. So, und jetzt können wir ja gerne mal gucken, wer steht denn hier von den beiden Fahrzeugen dann auch nochmal schräg. Also wir können das wirklich, wir können das absolut tot diskutieren. Und nochmal, wer steht jetzt schräg und wer steht gerade? Und jetzt können wir noch weitergehen, wenn wir mal ein bisschen Physik machen. Du siehst jetzt vorne das Auto, dass das Auto den anschiebt, dass das Hinterteil rumkommt und ihn trifft. Pass auf, hier, zack. Und dann wird er rumgeschoben. Also das kannst du wirklich auf den Tod diskutieren. Zu schnell geurteilt. Weil es ist immer noch abkürzen am Ende. Das kannst du komplett tot diskutieren, den Apparat. Und es ist unsportsmanlike conduct. Und dafür haben wir aktuell im Kalenski 15 Sekunden und 1-0 Safety Rating. Schöner Fall. Kannst du wirklich dumm und dämlich tot diskutieren, das Ding.